Ausprobieren? Ja, ne? Auf ein nur, ja. Ne, dann nicht. Sorry. Dann, leuchten. Dann hier Wasser 2 und hier Laser. Wie viel Damage macht das denn bitte einfach? Das finde ich ja fast schon ein bisschen bräsig. Das zerstört ja alles komplett. Bei Aether. Das ist ja alles ein One-Hit. 4 von denen, wie ätzend wäre das denn hier jetzt ohne Leuchten? Warum leechen ihnen jetzt noch das Mana komplett leer? Ist das so ein, bevor sie sterben, machen sie das? Groll? Was zur Hölle? Was sind das für Gegner? Aber Aether voll erhalten, das ist natürlich auch krass. Heftig. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, sag mal einen Tipp, Bonsai-Bier. Ich bin schon viel zu viel hier am... Epoche früher. Ja, aber es ist Jahr 600. Eine Epoche früher geht nicht. Oder das ist dann sehr viel früher. Was gibt's denn hier eigentlich? Das Düster oben glitzert in der Sonne. Auch morgen ist schönes Wetter. Die Nordruinen sind unheimlich. Kaffee. Was gibt's im Kaffee? Ich wünschte, Thoma würde einmal bleiben. Hey, Chrono, endlich habe ich eine Spur der Regenbogenmuschel. Aber es ist ein komischer Ort. Oh, könntest du das hier für mich aufbewahren? Einmal Thomas Limo erhalten. Wenn ich nicht zurückkomme, dann leg es bitte auf meinen Grabstein. Makaber, was? Vor 10 Jahren hat ein Ungeheuer etwas in die Nordruinen geschleppt. Vielleicht einen Schatz? Immer hereinspaziert. Meine Werkzeuge wurden gestohlen, jetzt kann ich nicht arbeiten. Okay, Regenbogenmuschel und regenbogenglitzerndes Objekt. Könnte ein Zusammenhang bestehen. Was ist denn los? Wir sind nur Praktikanten. Der Boss ist in seinem Lieblingscafé, wir sind nur Praktikanten.
Ich reiß jetzt mal eine Stufe nach vorne quasi. Ein bisschen in die Zukunft. Vielleicht ist der Typ tot. Und ich lege... ist das jetzt... Ja, so ist richtig. Und ich lege vielleicht auf seinen Grabstein... Ach, ich bin genau in derselben Position. Das ist ja irre. Da ist das Grab von ihm. Der große Abenteurer Thoma. Ja, jetzt packen wir die Limo hier drauf. Und dann kriege ich die Regenbogenmuschel. Bono, lange nicht gesehen. Ich habe die Regenbogenmuschel gefunden. Nordwestlich des Kaps liegt eine große Insel namens Riesenklaue. Da findet ihr die Muschel. Okay, nice. Aber passt auf, da hat's viele Monster. Okay, ich muss los. Auf mich wartet die beste Limo im ganzen Himmel. Bis dann. Sehr gut. Ich glaube, ich nehme mal Male mit. Warum sage ich immer Male? Das ist so lustig. Doch, möchte ich ja. Nicht Luca. Male für Frog. Itchig, aber saugeil. Ja, finde ich auch. Weil die ja noch das Leben 2 bekommen soll. Den Retz, der voll HP macht. Kann ja eigentlich nur die da oben sein. Nordwestlich des Kaps. Wo ist denn das Kap? Vielleicht ist es das oben links. Verwirrend alles. Ja, ist mir klar. Oben links, aber von wo aus gesehen? Ja, wo ist denn das Kap? Weil das da unten, aber dann ist doch nordwestlich keine Insel. Hier das Kap? Ist das das Kap? Westkap. Nordwestlich davon. Oben links. Eine Insel. Oder sieht man die einfach auf der Map nicht? Helft mir mal, Leute. Ach so, ja. Blau. Ja, nee, okay. Damit kann ich leben, dass ich das jetzt nicht sofort geschnallt habe. Schon geil gemacht. Klar, er hat die ja jetzt... die ist ja nicht jetzt da. Er hat sie ja schon gefunden. Ah, ist schon crazy.
Hier gibt es plötzlich auch diese Insel. Ja. Nein, Regel, wieso? Thomas zerknittert die Notiz. Diese Löcher. Wenn ich absichtlich hineinspringe, muss ich wieder von vorne anfangen. Ist das etwa die Tyrannohöhle? Die muss unter die Erde gedrückt worden sein, als Lavos vom Himmel fiel. Ich hatte das gestern, aber heute nicht. Oh, Dinos, da war doch Elektro gut, ne? Aber ich denke mal, Leuchten zerstört eh wieder alles. Leider. Also ich muss sagen, das gefällt mir nicht so gut. Der lebt noch. Okay. Bild erhalten. Eisschwert 2 gelernt. Ist das für alle? Mehrere Gegner. Ja, okay, das ist cool. Sichtkappe schon wieder. Das ist ein gutes Ding. Hindert Chaos. Ja, verhindert Chaos ist cooler als verhindert Siegel. Leuchten, Zerstörung des Todes. Nein, ich habe Verwirren gemacht, ich Idiot. Groovy Musik. Das ist jetzt dumm. Verwirren ist ein geiler Angriff, aber nur auf einen ist halt dumm. Er hat jetzt Chaos, na toll. Die anderen können ja auch kein Chaos mehr bekommen. Ey, Leuchten hätte es im ersten Zug beendet, ne? Und mach ein Fehler, es dauert halt direkt eine Minute plus. ...1300 Erfahrung, ey, das ist krass. Warum ist das hier? Band? Wollt nichts machen? Daher? Das schlau? Nee, ne? Oder der Katze hinterher, war das ein Hinweis? Könnte sein. Oh Gott, hätte ich das gewusst. Elektro ist nichts gut gegen die. Der Fight dauert 100 Jahre, weil die so viel Geschwindigkeit haben.
Ich glaube, erstmal links in den Raum. Das ist der langweiligste Kampf, weil die machen halt null Damage. Das dauert halt einfach nur viel zu lang. Donnerstag vielleicht noch, Bro. Könnte ich mir vorstellen. Also der Kampf ist ja mal ganz schlimm. Nee, das ist wahrscheinlich der Weg zurück, der Shortcut irgendwie. Kommen die halt wieder, ne? Ist das meisterhaft bräsig. Einer müsste noch leben, den haut Robo einfach um. So grindet man schlecht, ja, das stimmt, Luz. Mal der Katze hinterher. Und Kies? Mal gucken, ob Leuchten funktioniert. Ja, Krono muss wieder da sein. Apostel. Boah, Uzi Punch ist so gut. Die Klone auf einen ist doof. Okay, nicht auf Male geworfen. Tech-Punkte. Machen wir das klar? Ja, Leuchten regelt. Ich bin mir sicher, so unendlich viel kann das eigentlich nicht mehr sein, spieltechnisch, ne? Muss man ja auch mal sagen, allein weil ich schon fast an die 999 HP komme, kann das schon nicht so unendlich viel sein. Da liegt was, eine Kraftpille kriegt auf jeden Fall Krono. Oh, zwei Stärke dazu bekommen. Auch Krono, weil der macht einfach Sinn, wenn der später Single Target Damage macht,
mit seinem Verwirren Eskalation. Geht er voll? Ja, ja, genau. Ja, ja, ich weiß. Das ist halt einfach richtig OP. Okay, aber dann ist es ja super cool am Donnerstag, weil dann kann ich ja noch Sidequests machen und am Ende des Streams versuche ich dann das Spiel zu beenden, sagen wir es mal so. Oben ist noch eine Truhe. Ja, genau, Norpo, das würde ich auch machen. Ich würde auch gerne eigentlich alle Techniken sehen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das überhaupt funktioniert. Ich weiß nochmal heilen, da oben die Truhe holen. Leben 2. Trippeltech Lebenslinie erhalten. Trippeltech? Was soll die denn machen? Einmaliges Wiederbeleben? Was? Wie heftig ist denn das? Blaustein erhalten? Moment, das heißt, das ist ja ultra OP. Ich habe dann einen Buff. Verstehe ich das richtig, dass ich einmal wiederbelebt werde? Ermöglicht Trippeltech Omega-Fackel. Okay, kann aber nicht jeder tragen, natürlich. Auch kein... Doch, Blaustein. Okay, muss man aber wissen, mit wem er das macht, natürlich. ...50% weniger MP-Verbrauch ist für Robo auch ultra krass. Ja, nee, ich denke mal, das ist ein Buff, ne, Kapostel? Zodiac Cape. Wow. Magische Verteidigung plus 10. Apis erhalten. Ey, die waren jetzt nicht so wild. Wohl Donner, dann kam AOE-Damage. Machen wieder Leuchten. Also, es lohnt sich offensichtlich, diese Dinger zu machen, weil was man jetzt hier noch alles lernt und bekommt, ist ja insane. Ich überlege jetzt gerade. Ich
ob ich jetzt nochmal Luca ins Team nehme. Da müsste ich ja dann in den Raum fallen, ne? Kann ich gar nicht hin. Das sind die, die so viele Technikpunkte geben. Super. Vor allem, wenn man so tolle Leute im Team hat, die gar keine Technikpunkte brauchen. Erfahrung, 100 Tech-Punkte. Jedenfalls mal kurz. Luca reinpacken. Kann den auch tragen. Ich habe keine Ahnung, wer Omega-Fackel kann. Nehmen wir mal Male den, den Magiering weg. Den kriegt sie jetzt. Müsste sie eigentlich auch krassen Damage machen mit ihren Zaubern. Ich weiß nicht, ist Luca schnell? Nee, sehr langsam scheinbar. Robomäßig. Ja. Wow. Luca lernt Schutz. Schutz ist, glaube ich, ziemlich dumm. Feuer 2, Feuerangriff auf alle Gegner. 285 braucht die nur. Das sollte sie schon mal können, ne? Sonic voll. In irgendein Loch. Riesiger Dungeon. Ich hätte gewusst, hätte ich, glaube ich, vorher Cut gemacht. Haftpille. Ja gut. Shortcut. Haftpille. So. Kriegt natürlich auch wieder... Ono, der soll einfach der absolute Zerstörer sein. Aber jetzt dieser Raum, dann war das auch der falsche Raum, aber das war nur optional, sagen wir es mal so. Luca, die hat aber massiv Mana, ne? 85. Wie gut auf Mana Rando, das gibt es tatsächlich. Es gibt ein Secret of Mana Randomizer. War ich überall erstmal. Das ist jetzt nur der Shortcut. Hier muss ja irgendwas noch geben. Jetzt ja wahrscheinlich nicht so schlau. Okay, ich muss das irgendwo da unten finden. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es so spät ist, wie es gerade ist, werde ich jetzt ausmachen. Der Hund muss raus. Und hier speichern.